Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Ratchet & Clank. Ja. Wir sind jetzt hier gerade noch auf der Suche nach dieser einen Person. Schräg, dass das hier so ein Buggy ist, ein bisschen. Ja, das nehme ich mit. Kristalle brauchen wir. Komm. Ja, da ist sie ja. Ich bin Köchin Tulio. Und wie alle großen Künstler kann ich nur kreativ sein, wenn ich leide. Okay. Für mein bisher größtes Werk muss ich den sirangianischen Honig unter uns ernten. Mit diesem Vakusaug. Aber das erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Und jemand muss mich beschützen vor all den kulinarischen Banausen. Wenn du in die Geschichte der Kulinarik eingehen willst, dann starte die Extraktionssequenz mit dieser Hammerkurbel. Okay. Und was soll es geben? Ich habe in letzter Zeit wenig gelitten. Also weiß ich's noch nicht. Aber bald kommt. Okay. Die Maschine braucht kurz zum Warmlaufen. Also halte die Augen nach Eindringlingen offen. Ha! Da kommen sie! Von links! Drück den Knopf an dieser Seite, um die Falle zu aktivieren. Vortrefflich! Ich kann Pestizidgestank nicht ausstehen. Also warum dann nicht lieber was Altbewährtes? Barbecue. Ha, sie kommen von rechts. Aktiviere die Falle rechts, bevor sie den Vakusaug beschädigen und meine Muse verjagen. Köstlich. Die Fallen schützen den Vakusaug, aber sie brauchen Erholungsphasen. Sie dürfen schließlich nicht überhitzen. Okay. Und das war meine Vorrede. Oder wie wir auf kulinarisch sagen, der Appetizer. Jetzt wird es Zeit Appetizer. Für den Hauptgang. Hauptgang? Es beginnt. Es geht los. Beschütze mich, während ich nach meiner Inspiration suche. Nein. Okay, das bringt ordentlich Geld. Fabelhaft. Uiuiui. Ja, ich spüre eine Idee aufkeimen. Echt? Wow. Sirangianischer, honigglasierter Kukloid. Doch welches Getränk passt dazu? Ich brauche mehr Inspiration, mehr Honig. Denk nur an die hungrigen Arbeiter, Rivet. Tu's für sie. Der hat 1% Schaden genommen. Gib jetzt Ruhe. Umwerfend. Ja. Das Getränk wird ein turbifizierter Magma-Met. Aber diese Bergarbeiter verdienen auch ein Dessert. Das heißt, wir müssen noch ein letztes Mal leiden. Okay. Möge die letzte Extraktion beginnen.
So. Lasst diese spitzenden Schwachköpfe nicht an den Baku-Sau. Unser Meisterwerk ist fast vollendet. Okay. So. Die Waffe. Okay. Hier ist doch noch irgendwas, oder? Eureka! Als Dessert gibt's eine gestürzte Schnaggelmonster Honigmus. Oh ja! Oh ja, klingt das gut. So viel Leiden. Doch jetzt ist meine Fantasie endlich wieder erwacht. Dieser Honigfestschmaus wird ein Meisterwerk. Welches Leiden? Du hast gar nichts gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielleicht bist du nun inspiriert, selbst Kunst zu erschaffen. Ah, jetzt haben wir so einen Roboter wieder geschenkt gekriegt. Super. Ich bin froh, dass die Bergleute endlich was zu essen bekommen. Wie komme ich jetzt zurück? Oh, mit dem Security-Taxi sollte es klappen. Ja, hätte ich vorher nehmen sollen, oder? Okay. Ich habe da einen Kristall übersehen. Kann das... Hä? Ja, ist mir schon. Bitte, gern geschehen. Da oben. Ich sehe ihn schon. Ja, ich habe mich. Ja, toll. Da ist er. So. Was sagt die Omi? Weil wir haben jetzt sehr viel Geld bekommen. Okay, so viel Geld war das jetzt auch nicht. Aber wir können verbessern. Ich würde da den hier am liebsten verbessern. Ich muss den jetzt halt öfters einsetzen. Die Shotgun könnte ich auch verbessern. Habe jetzt eher kein Interesse daran. Den könnte ich einfach auf Maximum. So. Dann fehlt da nur noch eins. Dann ist der auf Maximum. Lol. Komm gern bald wieder, ja? Mache ich gerne. Ich schaue jetzt da noch nach. Da ist nämlich so eine Brücke. Vielleicht ist da noch was. Das ist irgendwas gesperrt. Das nicht für jetzt. Okay. Für später. Nein, danke. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bolts, konzentrier dich. Oh, das tut mir leid. Let's go. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Das ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Irgendwie hübsch. Da oben ist eine Arena, oder? Oder es sieht so aus wie eine Arena.
die Chefingenieurin sein. Wo? Hallo? Ach, da. Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lilas kennen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Okay, mach ich. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Test, Funktest. Die Bots... Okay. ...wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Wir lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit euch. Hä? Was geht da so Oh. Da ist was drin. Das sieht aus wie eine Falle. Hier ist noch ein Kristall. Hm? Ach, da. Hätte ich fast übersehen. Habe ich Ball? Okay. Das geht schon. Ja. Okay. Okay. Bitte komm. Meine Güte. Oh nein. Schnell, schnell. Versenktes Fell stinkt furchtbar. Okay. Ich sollte die einfach mal hier platzieren. Und das beschreibt so gut wie alles auf diesem Planeten. Stimmt. Wir sollten vorsichtig sein. Okay. Das war nicht freundlich. Eieiei, da wird mir schlecht, Jungs und Mädels. Ich überhitze. Kann ich doch nur schwitzen. Ich muss fliehen. Ich pinge sie an, damit sie zurückkommt. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Okay. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar. Noch ein Bot. Bin dran. So lange. Okay. Ja, Stufe 2. Stufenaufstieg, Stufe 4. Wo kommen die Hündis her? Was mit dir? Ich wäre dir sehr verbunden. Ganz viel Geld. Money, money. Oh, okay. Aber hier draußen ist doch noch was. Ach, hier wird es weitergehen. Okay. Dann hier. Eben.
knapp. Okay. Und was ist hier? Autsch. Tappi. Hinter dem Sicherheitsglas. Okay, da ist noch einer. Da auch. Sein? Natürlich. Nein, du solltest zurück zur Chefingenieurin. Anfrage abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Feindliche Entität. Wollen wir Freunde sein? So, warte kurz, hier. So, und die Pilze. So. Okay. Autsch. Weg da. Verdächtigst du jeden, dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Okay. Und nehme ich mit. Hallo? Na ja, still. Hä? Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Ja. Okay, das ist jetzt so ein Rätselding. Ja, das ist aber der richtige Knopf. Falsche Seite? Nein. Kann ich hier irgendwas Besonderes machen? Nein. Okay. Zuerst das hier. Unten? Okay. Haben die Bot-Plattform erreicht, aber der funktionierende Bot ist in der intakten Dimension. Stimmt. Irgendwas entgeht uns. Ja. Jetzt muss ich wieder zurück, oder wie? Jetzt kann ich das, den Hebel betätigen, oder? Ja. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. Okay. Dass das davor nicht ging. Ich habe mir das schon denken können, dass das passiert. Was? Ich kann da drüber. Okay. Was haben die denn davor? Hm.
muss da außen rum jetzt. Ich dachte, ich muss da rüber sliden. Oh Gott. Bitte keine Videosequenz. Nein. Ach nö. Wo? Hm? Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Sind sie laut der Bewegungssensoren hinaus? Raum? Okay. Decke. Okay, was zum Henker ist das? Ganz einfach. So. Laserwaffe. Lebensformen unbekannt. Protokoll vernichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. So. Okay. Hm. Okay. So. Wir sind erschreckend in der Unterzahl. Easy. Mit dem Rasensprenger haben wir gewonnen. Einen höllisch schönen Tag, ja. Werde ich haben. Das verzögert die Entschlüsselung etwas. Aber ihr könnt den Bora benutzen. Jim bringt euch hin. Okay, aber ich will vorher hier lang. Tut mir leid, dass du und Ratchet getrennt wurdet. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas schief läuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. So, und jetzt sind wir da, oder? Schuhe. Ich habe Schuhe bekommen. Da oben war doch nichts mehr, oder? Nein. Da war gar nichts mehr. Easy. Easy, easy peasy. So, wo jetzt lang? Ah, da liegt Munition. Die Pilze waren auch hilfreich da. Da jetzt. So. Dahin. Und dann passiert was. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Na. Sicher? Wow, das sieht nicht gut aus. Diese Dimensionsanomalie. Oh, ist jetzt müssen wir dahin. Auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Okay. Bester Freund. Ja, Kim, lass mich jetzt in Ruhe. Ich bin nicht dein bester Freund. Lady. Ich habe ja jetzt wieder neue Sachen. Was kann der? Der Bohrer. Der Bohrhund? Alter, will ich? Was kann der? Sag mal, höre ich da etwa Donner, Regen, Nein!
Donnerregen. Blitzeblätter! Sepp, ich hätte den gern lieb. Oh, wei, das Teil ist auch so heiß. Ja, ich nehme den. Auf den spare ich noch ein bisschen. Kannst kaum erwarten, dir die zu verkaufen. So, kann ich jetzt den Sprengler aufwerten? Ja. Leiden zusätzlichen Schaden. Ach, das ist gar nicht heilen? Ah, okay. Aber ich frage mich, was hier so das Special-Ding ist. Die Pilze? Die Pilze will ich auch aufwerten. Ich fand die am Anfang ein bisschen blöd. Eins fehlt noch, dann bekomme ich das. Hm. Gut. Bis zum Mal. Ich habe meine Hauptwaffe ja schon so gut wie auf Maximum. Ach, jetzt habe ich zwei Seitenwaffen? Okay. Ich hab schon zu viel. Aber Leute, so wie es aussieht, war es das wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ciao, ciao. Hab euch lieb. Und lasst einen netten Kommentar da. Das wäre sehr gut für meinen Kanal. Dann, ciao. Hab euch lieb.